Verfolgerduell im Stadion der Freundschaft. Energie gegen den BAK, der Dritte gegen den Fünften. Beide wollten profitieren von der Niederlage des BFC am Abend zuvor. Pele Wollitz mit Energie Cottbus. Nur eine Niederlage in den letzten 12 Spielen, aber zuletzt in Fürstenwalde beim Unentschieden wieder Punkte liegen lassen. Cottbus mit gutem Beginn. Die 15. Minute, Mäder in der Startelf aufgeboten. Da fehlten allerdings einige Meter. Der BRK kam besser ins Spiel nach etwa 20 Minuten. Weiter Ball auf Joel Richter und der setzt sich durch gegen Bitter. Aber Toni Stahl ist da ganz wichtige Tat vom Torhüter des FC Energie gegen Joel Richter. Die 23. Minute, Yajima, der Japaner, freigespielt im Strafraum. Die Berliner brauchten nur einfache Pässe hinter die Kette, um torgefährlich zu werden. Rintaro Yajima. Eine Minute später wieder der Japaner von Jindawi in Szene gesetzt. Und da spielt er den Pass ins Zentrum, aber der ist nicht genau genug. Yajima, wenn er den Pass besser spielt, geht der BRK hier mit 1:0 in Führung. Es war die beste Phase der Gäste. Die 29. Minute, Cottbus mal wieder mit Entlastung, Angriff aber scheint schon vorbei. Pascal Kühn, der Torhüter, was macht er? Spielt den Ball direkt zu Pronischew, der zu Putze. 1:0, Energie Cottbus, ein Tor aus dem Nichts, ein Geschenk des BRK an Energie Cottbus. Pascal Kühn, der Torhüter, in der Jugend hat er für Energie gespielt. Welch ein Blackout, aber welch ein Auge. Auch von Pronischew Joshua Putze, der ja in der Hinrunde mit Achillessehnenanriss fehlte. Jetzt ist er wieder dabei. Sein drittes Saisontor, das 1:0 für Energie nach dem schweren Torwartfehler von Pascal Kühn. Joshua Putze. Energie Cottbus jetzt mit Rückenwind. Pronischew überragend sein Pass. Putze diesmal als Vorbereiter und Mäder. Da fehlte diesmal nicht viel. Guter Schuss aus der Drehung von Yannick Mäder. Die 41. Minute. Cottbus schaltet schnell um Pronischew. Pronischew schaut nach rechts. Da kommt niemand mit, also macht er es alleine. Der wird noch gefährlich. Pascal Kühn, der Torhüter, auf dem Posten gegen Pronischew. Benjamin Duda, der Trainer des BRK, in der Winterpause gekommen, 0:1 hinten. Seine Mannschaft kam aber besser aus der Pause. Tesel mit der Flanke. Stahl ist auf dem Posten. Toni Stahl, es sollte seine Halbzeit werden, denn er stand quasi permanent im Brennpunkt. Die 62. Minute, Sinu Lau war gekommen. Vorarbeit für Ben Meyer, der verzieht. Guter Schuss von Ben Meyer, da fehlte nicht allzu viel. Die 64. Minute. Der überragende Richter mit diesem Pass auf Ulrich. Und Stahl ist da gegen Michel Ulrich. Toni Stahl, das Cottbusser Eigengewächs. Welch ein Spiel von ihm. Die 65. Minute. Chancen für den BRK jetzt im Minutentakt. Sinu Lau, toller Pass für Jindawi. Und natürlich wieder Toni Stahl. Nada Jindawi, 12 Tore. Hat er schon erzielt. Tolle Vorarbeit hier auch vom eingewechselten Sinu Lau. Aber Toni Stahl auf dem Posten. Die 73. Minute. Freistoß Jindawi. Da ist Harrand, der Innenverteidiger bei Standards mit vorn dabei. Mit dem Kopf kann er das besser. Aber hier muss er natürlich mehr draus machen. Malcolm Badou war eingewechselt worden bei den Cottbusern. Wir sind in der 85. Minute und Badou hätte das Spiel hier entscheiden können. Gewinnt den Zweikampf gegen M. Gamez, aber Kühn, der Torhüter, auf dem Posten. Das allerdings war es lange noch nicht. Die 87. Minute, Dauerdruck des BAK. M. Gamez diesmal in der Offensive, der Schuss zu schwach. Kein Problem für Toni Stahl. Bis in die Nachspielzeit musste Energie zittern. Die 94. Minute, letzte Möglichkeit für den Berliner Athletic Club. Der Ball kommt zu Nada Jindawi. Da ist er, trägt jetzt die Kapitänsbinde für den ausgewechselten Fontaine. Aber auch dieser Schuss, kein Problem für Toni Stahl. Und da ist er da, der Schlusspfiff. Energie Cottbus zittert sich hier zum 1:0 und feiert Torschütze Joshua Putze. Pronischew antizipiert die Situation sehr gut, kommt dann vor den Mann. Und dann ist es natürlich nicht selbstverständlich, den noch mal querzulegen. Von daher auch ein großes Dankeschön an ihn. Und dann
muss ich den Ball nur noch reinschieben. Im ersten Durchgang haben wir es gut gemacht, im zweiten Durchgang dann ein bisschen unsere Linie verloren leider, aber mit viel Kampf und Leidenschaft dagegen gehalten und ich denke, das hat uns heute ausgezeichnet. Grundlegend fand ich es erstmal, es war ein geiles Spiel, war auch wieder Werbung für unsere Liga. Topspiel hat dieses Spiel als Bezeichnung wirklich verdient. Letztlich muss ich das sagen, was ich meiner Mannschaft auch gerade gesagt habe. Ich kann ihr keinen riesen Vorwurf machen. Wir haben gekämpft, wir haben aber auch spielerische Akzente gesetzt. Wir haben alles versucht, gemacht, getan, gerannt. Letztlich ist es das alte Lied. Wir haben heute kein Mal den Ball ins gegnerische Tor geschossen, obwohl eine Handvoll an Gelegenheiten da waren. Und haben auf der Kehrseite einen spielentscheidenden Gegentreffer kassiert. So wie ich vorm Spiel sagte, enges Duell, Kleinigkeiten entscheidend, war heute leider dieser individuelle Fehler entscheidend. Wenngleich nochmal, wir natürlich genügend Möglichkeiten hatten, das Ganze auch noch ergebnistechnisch für uns auszukorrigieren. Toni Stahl, der gebürtige Cottbusser, hält den Sieg des FC Energie fest. Die Rot-Weißen feiern mit ihren Fans und melden sich zurück im Meisterschaftskampf der Regionalliga Nordost.